keine Plastiktüten und keine Strohhalme mehr, der Trend geht zu weniger Plastik und zu mehr Schutz der Umwelt. Dieses Umdenken scheint an einem französischen Supermarkt allerdings komplett vorbeizugehen. Das zeigt das Foto eines Produktes aus dem Gemüseregal, und das macht viele Betrachter wütend. Auf dem Foto zu sehen, drei halbierte Tomaten in einer Plastikschale. Als wäre das noch nicht genug, ist diese auch noch mit Frischhaltefolie umwickelt, aus Plastik. Aber der Hammer kommt erst auf den zweiten Blick. 3,20 Euro kostet die Umweltsünde. Die Twitter-User sind empört. Frechheit. Wer das kauft, ist krank, schreibt einer. Ein anderer kommentiert ironisch, Tomaten auf hartem Plastik, mit weichem Plastik verpackt. Das nenne ich mal Ökologie. Der kritisierte Supermarkt hat sich auf Twitter zu den Vorwürfen geäußert. Tomaten gehören normalerweise nicht in das Sortiment, sagte ein Sprecher. Außerdem sei ein Esstrend, Obst und Gemüse geschnitten zu verkaufen, das erspare den Kunden Zeit. Das stimmt. Auch in Deutschland findet man so solche Ware in den Regalen, allerdings nicht für diesen saftigen Preis.